Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zurück zu Cake TV Uncut. Wir reagieren heute auf Saschka Maschka. Gucci, Prada, Balenciaga, die billige Masche der Luxusbranche. Naja. Bei 18 Uhr, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einem neuen Video mit eurem Girl. Ja! Und natürlich einen großen Applaus an das Studiopublikum. Und zurück mit einem ganz spannenden Thema, und zwar Luxus. Deswegen habe ich euch meinen luxuriösesten Pullover rausgeholt. Schnelle Autos, Uhren oder auch eine neue Handtasche. Luxusmarken wie Rolex, Lamborghini oder Chanel finden immer wieder Präsenz in unserem Leben. Ob durch Influencer, Fashion-Shows oder doch in Filmen. Digga, ist das die von Squid Game? Oder vielleicht auch nur in unserer Vorstellung. Viele streben danach, sich einmal in seinem Leben etwas Schönes zu gönnen oder vielleicht doch Diamanten zu erwerben im Wert von einem Kleinwagen, denn Junge, wie schon Marilyn Monroe sagte, Diamonds are a girl's best friend. Doch was genau steckt dahinter und warum brauchen wir Luxus, warum wollen wir Luxus und ist Luxus wirklich so erstrebenswert, wie wir es glauben? Wenn man sich die erfolgreichsten, umsatzstärksten Firmen 2021 ansieht, dann ist Louis Vuitton ganz, ganz vorne. Echt? Wertvoll? Ach, Luxusmarken, ja, okay. Ja, ich weiß nicht, also ich kann mir gar nicht, also ich glaube, dass Louis Vuitton im Vergleich zu H&M und Zara und so weiter wahrscheinlich abstinkt, nehme ich mal an, oder? Also ziemlich krass. Ne, weil kann sich halt nicht jeder leisten. Ja, also ich persönlich kann euch auf jeden Fall sagen, ne, ich hatte schon einer reingeschrieben, ich fühle mich auf jeden Fall angesprochen, weil ich habe wirklich, ja, doch viel Geld auf jeden Fall safe. Also ich glaube, ich habe so jetzt mal meine Rolex mal außen vor gelassen, also die drei, scheiße, naja, also die mal außen vor gelassen, weil es ist ja auch eine Wertanlage, ne, die kann ich ja immer safe verkaufen. Habe ich, glaube ich, für Klamotten letztes Jahr so 10.000, 15.000 Euro ausgegeben. Das ist schon wirklich eine Menge. So, und ich kann euch auch persönlich nur sagen, also ihr braucht das halt nicht. Ne? Also klar, es ist jetzt vielleicht mal ganz cool, wenn man irgendwie schick ausgeht oder so, ne, dass man dann sich vielleicht auch mal so einen krassen Pulli irgendwie anziehen kann, aber es macht halt, also es ist halt scheißegal. So, Mike 2, vielen lieben Dank. Deswegen, also ich habe mir jetzt schon länger keine Markenklamotten mehr gekauft, weil ich jetzt hoffentlich auch langsam da raus bin. Das war irgendwie mal cool, weißt du, man konnte es sich halt leisten, man hat es bei anderen gesehen, man dachte so, ja nice, will ich auch haben, aber eigentlich ist es so unnötig. Mit dabei und hatte zu der Zeit einen Marktwert von rund 36 Milliarden Euro oder Dollar. Dollar. Knapp dahinter folgen dann Oceans Apart und 99. Während besonders die Nachkriegsgeneration und auch die Generation unserer Eltern eher nach Sicherheit strebte, verfolgt die Generation Z und die Millennials ganz andere Ziele. Und zwar wollen sie das Leben leben. Aber was macht Balenciaga, Chanel oder Off-White, falls die überhaupt noch leben, so begehrenswert? Luxusmarken setzen Trend. Ach, du wolltest jetzt Hemd tragen. Habe ich ein paar Mal gemacht, das ist mir aber irgendwie, es ist irgendwie sehr anstrengend. Ne? Du musst immer gucken, mit was kann man das so kombinieren. Du willst dann auch vernünftig aussehen. Ja, weiß nicht, Mann. Mike, so, danke schön. Taschen, Schuhe, die wirklich abgrundtief hässlich sind, bis sie genug kosten. Natürlich spielt auch das Material und die Herstellung eine Rolle, aber das beleuchte ich nochmal später in einem Punkt. Es gibt meistens kein Sale, keine Rabatte, keine Rabattaktion, kein Rabattcode. Im Gegenteil, bei Chanel kann man nicht mal Schmuck oder Taschen bestellen, weil sie das Erlebnis im Laden haben wollen. Sie wollen, dass man herkommt, dass man sich beraten lässt, dass man diesen Luxus bekommt, den man für diese Taschen ausgibt. Und dass einem der Arsch abgewischt wird, während man eine 50.000 Euro Tasche vielleicht aussucht. Bei Gucci ist das nicht so. Da kannst du alles online kaufen, auch wenn sie Stores haben. Hermes dagegen ist komplett utopisch. Wenn du eine Tasche haben möchtest, kann es gut und gerne bis zu 2 oder 3 Jahre dauern, dass du eine Tasche überhaupt bekommst. Klar. Und deswegen ist das auch in Sachen Resale unfassbar teuer. Yo, 300.000 Euro. Und 15 Euro Versand. Ja, sodass ich teilweise... Ja, stell dir vor, du verkaufst eine Tasche für 320.000 Euro, aber beharrst auf diese 15 Euro Versandkosten. Utopische Preise zusammensetzen und Leute das vielleicht auch für diese utopischen Preise kaufen, weil eine so kranke Exklusivität geschaffen wird, dass Menschen das Gefühl haben, es haben zu müssen. Das Ganze nennt sich künstliche Verknappung. Oft werden Luxusgüter wie Uhren, Taschen oder Sneaker sogar als Investitionen gesehen und für horrend hohe Preise auf Resale-Seiten verkauft. Das heißt, all das, womit Oceans Apart, Fenty X Savage, Fabletics werben, würden Luxusmarken niemals machen. Und dennoch ist die Kundenbindung
sehr, sehr stark. Obwohl es keine Rabatte gibt. Leute, was? Marken können funktionieren auch ohne Rabatte? Ist ja verrückt. Hintergrund ist natürlich die Unverwechselbarkeit der Marken. Ob es beispielsweise bei Chanel die klassische schwarze Tasche ist oder ein besonderes Design von anderen Marken. Ebenfalls hilft es natürlich, dass diese Marken seit Jahrzehnten etabliert sind und von Generation zu Generation weitergetragen werden hinsichtlich der Qualität. Es ist im Kopf einfach etabliert, dass Chanel eine tolle Qualität hat und die Düfte total toll sind und Stars wie Marilyn Monroe das schon benutzt haben. Und dennoch bleiben sie stetig modern mit neuen Styles, neuen Kollektionen und sogar den neuesten Models, die die Generation Social Media noch stärker an sich binden sollen. Das Vertrauen ist ja bereits da und die Menschen erwerben gerne Luxusgüter. Aber ich meine, wenn man ja. sich dieses... Also ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt, ne, weil, weiß nicht, ich habe halt keinen Vergleich. Also in Braunschweig, Real Talk, du siehst nie jemand mit Markenklamotten rumlaufen. Also das Maß aller Dinge ist halt tatsächlich irgendwie mal Lacoste oder so, was ja noch relativ günstig ist oder sehr günstig im Vergleich zu Louis und Co. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Stadt ist, ne? Weil gerade so in Köln und so weiter, wenn du mal schaust, da rennen auf jeden Fall sehr viele Leute mit so Markenklamotten rum. Aber ich habe generell das Gefühl, so seitdem Instagram und YouTube und so weiter wirklich mega abgeht, also so die letzten 5, 6 Jahre, habe ich auch irgendwo so das Gefühl, dass diese ganzen Markenklamotten auch so einen riesigen Hype haben. Ich weiß halt nicht, wie es vorher war, weil wir haben das hier in Braunschweig nicht, ich habe überhaupt keinen Vergleich, aber so von dem, was ich halt mitkriege, na klar, das gab es auch vorher schon, dass mal im Fernsehen irgendwie gezeigt wurde, ja okay, da hat sich jetzt ein krasses Auto geholt oder so, ne, aber ich finde gerade so, seitdem diese ganzen Influencer auch das nach außen tragen, finde ich, also habe ich das Gefühl, dass es viel bestrebenswerter für die Leute ist, ne, weil du siehst halt, okay, ne, der Monte, der hat sich jetzt schon wieder was von Burberry geholt, ey, ich habe auch Bock, sowas zu tragen halt, ne, also kommt mir zumindest so vor. Na, also ich muss auch sagen, so, man hat sich dann echt auch so ein bisschen so, weiß nicht, man wollte dann irgendwie so mitziehen einfach, ne? Ich kann das selber gar nicht verstehen, weil ich bin jetzt eigentlich keiner, der jetzt sagt, okay, ich muss dazugehören oder whatever. Aber ich dachte irgendwie so, boah, ich weiß nicht, jeder, der so groß ist, ne, der so erfolgreich ist, der trägt so Markenklamotten, ja, ist schon geil, Digga. Na komm, kauf dir mal 1, 2 Sachen. Dann sind es 1, 2 Sachen zu viel geworden, ne? Wenn man das Armband von Balenciaga anschaut, dann weiß man doch, dass es irgendwie nur um den Namen geht. Und obwohl dieses Vertrauen da ist und man weiß, dass diese Marken Qualität haben, scheint es doch irgendwie so, als ob es ein bisschen bröckeln würde und ein gewisser Qualitätsabstieg in den letzten Jahren zu vermerken ist. Beispielsweise bei Louis Vuitton, aber auch bei anderen Marken habe ich das schon gehört. Aber durch den Ruf der Marke kann man dennoch enorm auf die Kundenbindung bauen. Doch was genau machen Luxusmarken mit uns? Denn mal ehrlich, so eine Chanel-Tasche sich mal eben leisten, das können nur die wenigsten. Reiche Persönlichkeiten, YouTuber, solche Leute können sich das mal eben leisten und können daraus auch noch einen Taschenhaul machen. Meistens ist es aber ein Prozess von Monaten oder sogar Jahren, dass man sich das vom Munde ab... Ich müsste 50 Jahre alt werden, um mir eine LV-Tasche leisten zu können, echt? Der Neupreis war 1880. Also ich weiß nicht, wie viel legst du denn da, wenn du selbst monatlich nur 10 Euro zurücklegst? Okay, dann könnten es vielleicht 50 Jahre sein. Nee, dann auch nicht, oder? Spart. Und das alles nur, damit wir ein Stück Luxus ergattern. Mein younger self wäre sehr, sehr stolz. Ich habe meine erste Store-bought Chanel gekauft. Es kann auf jeden Fall ein Lebenstraum Super. Sein. Das klingt vielleicht komisch, aber wenn man aus armen Verhältnissen kommt, dann ist das etwas sehr, sehr Erstrebenswertes, was man sich einfach als Kind ausgemalt hat und sich vorstellt, dass das einen glücklich machen kann. Für einige dient es auch einfach als Statussymbol, um sich zu zeigen, um sich zu profilieren, um einer bestimmten sozialen Schicht anzugehören. Ich glaube, das geht vielen auch so, dass man gerade, wenn man ja noch so am Heranwachsen ist, dass man da irgendwie akzeptiert werden will von anderen. Und in der Schule war es bei mir und ich glaube auch, wie gesagt, bei vielen anderen so der Fall, dass man irgendwie immer besonders cool war, wenn man halt Markenklamotten hatte. Zu meiner Zeit war es noch Nike oder Adidas und heutzutage ja. ist es Balenciaga und Off-White, was sich Kinder mal eben von ihren Eltern wünschen. Und ich frage mich... Ja, das Video haben wir, glaube ich, auch gesehen, ne? Hat Alpha Kevin auch was zu gemacht. Ja, also ich weiß nicht, bei uns war es tatsächlich ähnlich, ne? So in der Schule... hatte ich wirklich überhaupt keinen, der irgendwie krasse Klamotten hatte, also wirklich niemanden. Da war wirklich so, boah, ich habe hier den neuen Pullover von Nike. So, weißt du, das war so krass, oder Adidas. So, auch wenn du dann die neuesten Sneakers so von denen hattest, also wahrscheinlich nicht die neuesten krassen Sneaker, sondern halt die für 60 Euro irgendwie. Das war halt schon ziemlich heftig. So, ich weiß nicht, bei mir, ich weiß nicht, ob das so dieses Dazugehören-Ding ist, sondern ich glaube, bei mir war das echt so eine Mischung aus, okay, ich kann es mir halt jetzt leisten und irgendwie macht es ja jeder. Aber ja, es ist wirklich extrem dumm. Vor allem auch ich kann euch nur den Tipp geben, na, also klar, schon ich habe jetzt viel zu viel Geld da reingesteckt. Na, ich bin auch froh, dass ich damit, dass ich da raus bin. Also zumindest jetzt erstmal habe ich mir jetzt schon länger nichts mehr bestellt. Aber was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, gerade wenn ihr vielleicht nicht so viel Geld habt, also hört auf, dann irgendwie
zu sparen und euch dann für 400, 500 Euro irgendwie so eine teure Tasche zu holen oder so ein Pullover oder whatever, weil also logischerweise lohnt es sich auch einfach nicht, ne? Also gut, bei mir jetzt auch gerade mit Kind kriege ich das mit. Also es gibt einfach voll viele Sachen, die ich einfach nicht mehr trage, außer wenn ich jetzt vielleicht mal, weiß nicht, mal schick essen gehe oder so, weil ich viel zu viel Angst habe, dass wenn ich mit Noah jetzt draußen rumlaufe, dass der das irgendwie dreckig macht oder das kaputt geht oder whatever. So, ne? Weil klar, ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt einen 40 Euro Nike Pullover trage oder einen 800 Euro von Louis Vuitton. So, da will ich natürlich den länger tragen, so, ne? Und ja, deswegen, also ich kann euch den Tipp geben, wenn ihr sowas wollt, ihr wollt das nicht, dann kauft euch von 500 Euro lieber irgendwelche Aktien oder investiert irgendwo rein oder whatever. Habt ihr zwar auch das Risiko, dass das Geld irgendwann weg ist, aber ist zumindest ein bisschen sicherer. Ne? Also ja, ich kann euch da nur den Tipp geben, so passt da auf jeden Fall auf. Wie macht ihr das? Geht ihr einfach auf den Bazar und kauft da T-Shirts? Weil ich würde meinem Kind kein Balenciaga-T-Shirt kaufen. Teilweise wird dieses Verständnis bei Jugendlichen so dermaßen geprägt, besonders durch das Internet, durch Musikvideos, durch Instagram, wo die neuesten Trends aufgezeigt werden. Mein Baby von heute, die Balenciaga Hourglass in S, und die kriegt ihr bei Farfetch. Ich habe da ja noch einen Rabattcode, also falls ihr euch die nachshoppen wollt, gönnt euch, weil das ist wirklich eine perfekte Tasche. 15% sparen lohnt sich bei dem Preis auch richtig, richtig krass. Und die ist so robust, die hat keinen Kratzer. Dass besonders Jugendliche sich darauf Toll, die hat keinen Kratzer. Steifen Super. Und sich anfangen, über Klamotten zu Angst hinter dem Trend, der hat zurückgefallen, 17% die Fürchtung, ich bin der Einzige ohne sie. Zu definieren. Ein Trainingsanzug, von welcher Marke ist der? Von Gucci. Gucci. Wo kriegt man den denn her? Digga, wenn dein Kind so rumläuft, Digga, da hast du doch auch alles falsch im Leben gemacht, oder? Bei Gucci Düsseldorf. Gucci Düsseldorf. Okay, was zahlt man für den? 1000 Euro. Chanel erhöht beispielsweise jedes Jahr seine Preise. Vor allem weiß ich, verstehe das halt auch nicht, muss ich ehrlich gesagt zugeben, warum kauft man seinem Kind so krasse Markenklamotten? Also wie alt war der gerade? 10, 11? Digga, wo ich 10 oder 11 war, wir haben den ganzen Tag auf dem Schulhof Fußball und so weiter gespielt. Aber ich spiele doch nicht Fußball in einem 1000 Euro Gucci Anzug. Oder wenn ich es mache, dann geht der wahrscheinlich ziemlich schnell kaputt und dann haben sich die 1000 Euro auch nicht gelohnt. Ich verstehe das nicht, wirklich. Ich verstehe das heutzutage einfach nicht, dass man auch seinem Kind irgendwie dann solche Klamotten anziehen muss. So, lass doch das Kind einfach Kind sein. Bei sowas bin ich wirklich froh, dass ich in Braunschweig lebe, muss ich sagen. Weil hier gibt es sowas gar nicht. Also hier gibt es auch so keine Markenklamotten. Ne? Wenn, dann musst du es halt aus dem Internet bestellen. Ne? Deswegen sage ich ja, ne, so, ich glaube, das war in Köln oder Düsseldorf oder so, da ist es halt irgendwie anders. Ne? Dadurch, dass da auch diese Läden sind und, ne, und auch wahrscheinlich mehr Leute mehr Geld haben, so ist es halt einfach so, dass da wahrscheinlich auch mehr Leute dann auf diesen Hype, sage ich mal, ausspringen. Ne? Ohne erkennbaren Grund. Und auch Uhren erfreuen sich an massiver Begeisterung, besonders auf YouTube. Naja gut, ich denke, dass die Preise erhöht werden auch wegen Inflation und so, Geld wird weniger wert. Durch einen Marc Gebauer oder durch einen anderen YouTube-Dödel. Der das ja, heißt, Hugo Boss habe ich tatsächlich auch eine Zeit lang sehr aktiv gekauft. Das habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Ne? Das waren so meine ersten Markenklamotten, die ich damals gekauft habe. Auch immer so die Hoodies für 150 Euro. Aber auch da muss ich sagen, also die Qualität von Hugo Boss war wirklich super wack. Also deswegen bin ich halt da abgesprungen. Also ich habe so viele Klamotten von denen, wo halt, weiß ich nicht, irgendwelche Löcher reingekommen sind, obwohl ich nicht mal wirklich was gemacht habe, wo irgendwelche Zip-Hoodies, der Verschluss einfach kaputt gegangen ist und so. Na, also immer wieder solche Probleme. Deswegen habe ich irgendwann aufgehört, da zu shoppen. Wobei, die haben wenigstens manchmal so einen Sommersale und so. Ne? Das ist immer ganz cool, aber da war ich auch schon lange nicht mehr unterwegs. Das erstrebenswert ansieht, Zehntausende von Euros für Uhren oder Autos auszugeben und sich damit im Internet zu profilieren und zu zeigen, dass man es geschafft hat. Na ja gut, jeder verfolgt eben andere Ziele. Was ich persönlich sehr, sehr beängstigend finde, ist, wie Luxusmarken immer präsenter und etablierter werden in der normalen Schicht, sage ich mal. Es ist kein Privileg mehr, habe ich das Gefühl. Im Gegenteil, ja, ich habe das Gefühl, als ob ich das bei allen mittlerweile sehen würde. Oder es kommt mir nur so vor, als ob etwas komplett Normales geworden ist. Und meiner Meinung nach sollte es etwas nicht Normales sein. Denn es ist ein Privileg, sich eine Tasche holen zu können oder Ohrringe oder sonst was. Aber sich mal eben zwischendurch vielleicht was kaufen. Also ich sehe auch, also was ich sehe in Braunschweig tatsächlich ist halt, dass viele mit so, also was heißt viele, aber immer mal wieder auch so Jugendliche mit so einer MCM-Tasche rumlaufen, ne? Oder Louis oder so, so eine kleine. Wo ich mir dann auch so denke, ey, warum so, ne? Das macht dich halt jetzt nicht besser, als ob diese Tasche jetzt irgendwie die beste ist, die auf dem Markt ist oder so. Ne, die kostet dann irgendwie 600 Euro und dann gehst du zu McDonald's und kannst dir gerade so einen Hamburger leisten, so, ne? Wo ich mir auch so denke, also ich weiß nicht, sind das dann die richtigen Prioritäten im Leben, ne? Also ich denke auch heutzutage sind halt Markenklamotten auch durch YouTube, Instagram und so weiter einfach so krass auch in den Vordergrund gerückt. Ich glaube, es gibt richtig viele Jugendliche oder junge Erwachsene, für die wirklich so
das einfach bestrebenswert ist, so eine Tasche zu haben oder sich so ein Pullover zu kaufen, um halt zeigen zu können, ja, guck mal, ich kann mir auch sowas leisten. Obwohl die dann halt 5 oder 6 Monate drauf sparen. Also ich zum Beispiel war generell mit Markenklamotten ja nie krass unterwegs, wo ich noch kein Geld hatte zum Beispiel. Ne? Das war bei mir wirklich überhaupt nicht so. Ne, ich habe das halt null gefühlt irgendwie da, ich habe das wirklich null gefühlt gehabt, da irgendwie Geld für auszugeben. Also früher hatte ich auch gar keinen Style, da bin ich als Universum rumgelaufen. Dann kamen so Lacoste und Hugo Boss, wo es so ein bisschen in die Richtung ging. Ne? Und ich zum Beispiel kaufe mir diese ganzen Markenklamotten, habe ich mir gekauft, wo ich ja wirklich super gut verdient habe. Was natürlich immer noch dumm ist, aber wo man sagen kann, gut, wenn ich jetzt 30.000, 40.000 im Monat verdiene und ich hole mir für 2.000 Euro Klamotten, geht irgendwo halt noch. Ne? Aber das sind ja dann wirklich Leute, die vielleicht studieren oder die sogar noch zur Schule gehen oder die einen normalen Job haben so, und die sparen dann 5, 6, 7 Monate auf so eine Tasche. So, wo ich mir so denke, ey, wenn du 7 Monate dein Geld irgendwo angelegt hättest oder so und dann weiter gespart hättest, dann hättest du in 10 oder 15 Jahren so viel mehr. Und stattdessen hast du dich für eine Tasche entschieden, wo du auch gar nicht so die... Du bist ja gar nicht die Einkommensschicht dafür. So, das klingt jetzt abgehoben. Na klar, man kann mit seinem Geld machen, was ich will. Jetzt will jetzt nicht sagen, du musst mindestens 5.000 verdienen, um diese Tasche zu haben. Aber man muss halt überlegen, wie intelligent ist es denn, lange auf sowas zu sparen, was dir wirklich keine Vorteile bringt einfach. Ich meine, wenn jetzt ein Millionär den Louis-Laden leer kauft, so okay, dann mach halt, der hat halt genug Geld. Aber wenn du halt 8 Monate darauf sparst, also ich weiß nicht, dann kann man doch auch was Sinnvolleres mit seinem Geld anfangen, oder nicht? Oder für die Schule ein Balenciaga-T-Shirt kaufen, so in welcher Welt? Mein Baby von heute, die Balenciaga Hourglass in S, und die kriegt ihr bei Farfetch. Ich habe da ja noch einen Rabattcode, also falls ihr euch die nachshoppen wollt, gönnt euch, weil das ist wirklich eine perfekte Tasche. 15% sparen lohnt sich bei dem Preis auch richtig. Bei meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass es die Art... Ja, sie hat jetzt auch die 15% nicht abgezogen, ne? Dann ist ja schon wieder in Ordnung. ...die Möglichkeit gibt für Menschen, die es sich nicht leisten können, eine Tasche zu besitzen, zu mieten. Manche Abos von denen sind so frech, dass ihr euch beispielsweise 6 Monate lang daran binden lasst und 6 Monate lang ca. 80 Euro dafür zahlt, dass ihr eine Tasche nicht besitzt. Und bei Kratzern und Beschädigungen springt zwar die Versicherung ein, aber auch ihr, und zwar mit einer Selbstbeteiligung von 150 Euro. Ja, und das wird halt safe passieren. Also wenn du so eine Tasche wirklich 6 Monate hast und du gehst auch mal mit der feilen oder sonst irgendwas, also locker easy musst du da safe die Selbstbeteiligung haben. Aber falls ihr im Krieg seid oder noch schlimmer, die Tasche normale Abnutzungen hat, dann springt die Versicherung auch nicht ein, sondern ihr zahlt. Aber hey, ihr könnt dafür eine Tasche mieten. Ist das nicht cool? Vor allem 80 Euro im Monat, überleg mal. Wenn du 80 Euro im Monat irgendwo investierst oder halt sparst, wie viel Geld das einfach ist. 80 Euro im Monat, das heißt, du hättest diese Tasche, ich weiß jetzt nicht, ob das genau die gleiche ist, aber ungefähr nach 14 Monaten. Und so hast du die halt dann 6 Monate oder 10 Monate, wie lange auch immer, und du hast danach gar nichts mehr. Das Geld ist einfach weg. Ich verstehe das nicht, wirklich. Also generell so dieses Mieten, auch so von Elektronik-Sachen wie bei Groover, ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, wo da der Vorteil sein soll. Wenn du es von den Steuern absetzen kannst, kann ich es vielleicht noch verstehen, ne, weil du holst das Eigentum nicht in die Firma rein, sondern gibst einfach monatlich deine Raten ab. Okay, das macht irgendwie schon Sinn. Aber warum sollte ich mir irgendwie so ein MacBook für 100 Euro im Monat oder 80 Euro im Monat oder so mieten? Und ich meine, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber solche Gegenstände, da kommt auch schnell mal ein Schaden rein. So, ne, jetzt, vielleicht ist es bei anderen auch nicht so, aber ich sag mal, so ein Kratzer oder dass mir irgendwas nicht funktioniert, das kann ja immer mal passieren. Und da musst du halt immer irgendwas noch draufzahlen und hast am Ende einfach nichts. Das Geld ist einfach weg. Das ist halt wirklich für Leute, die halt einfach nicht mit Geld umgehen können oder die vielleicht nicht so viel Geld haben, aber gerne solche Produkte hätten, es sich aber eigentlich nicht leisten können, aber mieten geht halt schon fit. Ich verstehe das nicht, wirklich. Ich bin bei diesem Konzept ehrlich gesagt ein bisschen gespalten, denn einerseits finde ich es irgendwie cool, weil man... Ja, aber du kannst ja das nicht vergleichen, ne, ob du dir eine Wohnung mietest oder kaufst. Wenn du dir eine Wohnung kaufen möchtest, musst du erstmal so um die 10-15% Nebenkosten zahlen, die du zahlen musst, also wirklich in bar haben musst. Wenn jetzt eine Wohnung 100.000 Euro kostet, musst du ungefähr 10.000 bis 15.000 Euro auf der hohen Kante haben, plus vielleicht noch mal ein bisschen Eigenkapital, weil du vielleicht auch noch was umbauen musst oder weil du auch Anzahlung halt machen möchtest. So, und das hat natürlich nicht jeder so. Dankeschön. Okay, alles klar. Und deswegen kannst du das halt nicht vergleichen. Ne? Logischerweise hat nicht jeder Geld, um sich eine Wohnung zu kaufen oder auch die Möglichkeiten nicht. Aber ich sag mal, 40, 60 oder 80 Euro für so ein Abo ist halt schon realistischer auf jeden Fall. Ne? Das hat man irgendwie. Wer eben wirklich die Möglichkeit hat, sich eine Luxustasche zu erwerben, auch wenn man eben das Geld dazu nicht hat. Aber eigentlich 80 Euro sind auch schon arschviel Geld. Man hat
irgendwie Nachhaltigkeit, man hat Abwechslung. Andererseits gibt man Geld für etwas aus, was man nicht besitzen wird. Braucht man das wirklich, dass man alle 2 Monate oder jeden Monat eine neue Luxustasche hat und die Freunde dich dann fragen so, hey, wo ist denn deine coole Balenciaga-Tasche? Und du bist so, stopp, sonst kriegst du gleich einen auf den Schnauzer. Aber heißt denn teuer gleich besser? Wer meine Videos aufmerksam verfolgt hat, sollte wissen, dass dieser Slogan nicht auf alles zutrifft und dass die Marge teilweise ohne Begründung wirklich hoch berechnet wird. Nur um einen Namen und sich vor allem als Luxusmarke zu etablieren. Manche sind so exklusiv, dass sie sich irgendwie seit meinem Video nur noch darauf fokussiert haben, 0815-Ohrringe und Baumwoll-Hoodies zu droppen. Also ich warte auf die neue Kollektion. Ist da Ratenzahlung nicht sinnvoller? Ich finde es auch nicht gut, aber besser als so ein Abo-Modell. Ja, also wenn ich die Möglichkeit hätte, entweder ich muss Ratenzahlung machen oder so ein Abo-Modell, wo es mir am Ende nicht gehört, safe ist Ratenzahlung halt besser, ne? Ich sag mal, ich kenne das ja auch selber. Ich bin auch jemand, der halt die Sachen sofort haben möchte. Ne? Mein erstes iPad, das hat, glaube ich, so 600 Euro gekostet. Das hatte ich während meinem FSJ. So, das habe ich mir auch per Ratenzahlung über meine Mutter damals sogar noch geholt. Ne? Irgendwie 12 Raten und dann, weiß ich nicht, irgendwie 8% Zinsen oder so. Ja, wenn es halt wirklich nicht anders geht, ja, ist, weiß nicht, ich bin echt kein Freund von Ratenzahlung. Ne? Also dann legt euch das Geld vielleicht einfach selber zurück monatlich oder so und wartet, bis ihr wenigstens relativ viel schon zahlen könnt, damit dann die Zinsen zum Beispiel nicht so hoch sind. Ne? Also wird da auf jeden Fall auch aufpassen. Ne? Vor allem, man übernimmt sich damit auch relativ schnell. Ne? Lektion. Obwohl Marken wie Louis Vuitton und Co. teilweise Made in Europe in ihren Etiketten stehen haben, sind ihre Lieferketten teilweise undurchsichtiger als bei Oceans Apart. So munkelt man, dass Calvin Klein teilweise auch in Bangladesch produziert, vielleicht sogar direkt neben den H&M-Klamotten. Nur mit dem Unterschied, dass die Preismarge teilweise das Vierfache und mehr ist. Durch die Fast-Fashion-Industrie und die hohe Nachfrage der Kunden müssen immer mehr Luxusmarken mitgehen und ihre Ware schneller liefern und trotzdem ihre Exklusivität behalten. Das zeigt sich beispielsweise, als um das Jahr 2018 bekannt wurde, dass Burberry statt ihre Restbestände zu spenden oder für billige zu verkaufen, sie lieber vernichtet haben. Der Aufschrei war groß, aber es war nichts Neues, denn andere Luxusmarken haben das auch getan. Denn wie bereits erwähnt, ist es für Luxusmarken unfassbar unattraktiv, mit hohen Rabatten, Sales oder Spenden zu arbeiten. Warum Spenden, das sage ich euch gleich. Aber warum ist es unattraktiv, mit hohen Rabatten zu arbeiten? Einfach, weil das eine gewisse Exklusivität nimmt. Denn wenn man das ja einfach nach 2-3 Wochen oder vielleicht auch 4 oder 2 Monaten für günstiger erwerben kann, warum sollte man sich dann dahinstellen, warten, bis das gedroppt wird und das dann für einen horrend hohen Preis einkaufen? Das macht keinen Sinn. Und darunter würde eben die Luxusbranche leiden. Und ich meine, Spenden? Wohin denn Spenden? Ich meine, stellt euch mal vor, Gott bewahre, arme Menschen würden Louis Vuitton tragen. Tragen eigentlich reiche Leute Balenciaga? Also außer Justin Bieber, davor waren das doch nur Leute, die reich wirken wollten, oder nicht? Was besonders Spenden so unattraktiv macht für Firmen, ist die Spendenpolitik in Deutschland. Ich weiß leider nicht, wie das mit anderen Ländern ist, aber tatsächlich ist das so, dass auf Sachspenden ein bestimmter Prozentsatz ist, den man an Steuern abgeben muss. Und das macht es natürlich unglaublich unattraktiv, eine gute Tat zu vollbringen, wenn du darauf Steuern zahlen musst. Es ist also im Endeffekt günstiger, das zu vernichten, als das zu spenden. Burberry war also nicht die einzige Marke, aber sie haben gesagt, okay, es muss sich was ändern. Und ich glaube, die anderen Marken haben auch gesagt, so, ja, hey Leute, wir wollen jetzt was ändern. Und so liegt der Aspekt mittlerweile auf der Umwelt und Recycling, was ich auch cool finde, wenn große Marken so vorangehen und sagen, hey, wir wollen da vielleicht was machen, weil Luxusmarken haben natürlich enormen Einfluss. Und das ist ja schon cool, so why not? Inwiefern das aber wirklich so ist, ist natürlich die ewige Frage. Denn wenn selbst Lieferketten undurchsichtig sind von Luxusmarken, wie soll man diesen Aspekt zurückverfolgen? Ich glaube, es gibt auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten. Es gibt auch ein paar Rankings, wo bestimmte Firmen eingerankt sind, wo man gucken kann. Ah, nur 2 von 5. Das Animals 1 von 5. Wie viel sie für die Umwelt tun, etc. Aber im Endeffekt liegt es natürlich in der Macht von den Luxusmarken. Ach, Digga, Fishbone, Alter. Junge, Fishbone habe ich mit 10 getragen oder 11. Das war damals eine coole Marke, Digga. Fishbone, gibt's die noch? Oder Marken allgemein. Meine persönliche Meinung, wollt ihr wissen? Wo ich jünger war, cool. Spaß.
weiß, dass niemand gefragt hat, aber egal. Schöne Produkte reizen mich auch. Und ich kann tatsächlich jede Perspektive nachvollziehen. Wenn es halt darum geht, cool auf dem Schulhof zu sein, wie halt früher eben mit Adidas-Sachen. Oder wenn es darum geht, zugehören zu wollen. Oder eben nur darum, einen Traum zu verwirklichen, den man im Leben hatte, wenn man beispielsweise aus armen Verhältnissen kam. Ich kann diese Perspektiven nachvollziehen und ich würde nicht unbedingt Menschen verurteilen, weil sie sagen, hey, ich möchte mir eine Tasche leisten und ich möchte mir eine Uhr leisten, dann ist das deren Traum. Aber wenn ihr das vielleicht wirklich aus den Standpunkten macht, der Zugehörigkeit, des Statussymbols oder dass ihr einfach nur prahlen möchtet, dann würde ich dennoch irgendwie den Standpunkt überdenken, denn es ist vielleicht nicht die richtige Motivation, die ihr habt. Meine Mama ist beispielsweise leidenschaftlicher Chanel-Fan, aber ich denke nicht, dass es ihr darum geht, irgendwie beeindrucken zu müssen, sondern sie findet es einfach cool. So findet man in ihrem Schrank Chanel und H&M nebeneinander. Und das ist auch okay so, weil Marken eben nichts über euch aussagen, ob ich jetzt hier Nike auf meinem Pullover haben stehe oder nicht. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich nichts davon anspricht und dass ich das schlimm finde und dass ich mir das niemals holen würde. Das stimmt gar nicht. Ich finde Chanel-Taschen auch total schön und es gibt wirklich Taschen, die ich wirklich finde. Aber ich finde sie eben schön. Aber es ist nicht so, dass ich sie haben muss. Es ist jetzt nicht so, dass ich euch meine Taschenkollektion zeigen muss. Denn die Hälfte davon ist von Zara und die andere Hälfte ist von H&M. Und die sind alle so irgendwie 7 Jahre alt. Eine Tasche von Valentino habe ich. Stellt sich nur die Frage, aus welcher Motivation heraus? Um es der ganzen Welt... Ja, also ich denke, die meisten bekannteren Leute, die sich halt solche Sachen holen, ich glaube auch einfach, die wissen, dass man damit halt gut Klicks holen kann. Also ich glaube, die leben das erstmal. Für die ist das wirklich so, boah, krass, guck mal, was ich mir hier für heftige Taschen leisten kann. Aber auf der anderen Seite kann ich mir auch richtig gut vorstellen, dass die wissen natürlich auch einfach, wenn ich jetzt halt meine Taschensammlung zeige als Beauty-YouTuberin und da sind dann halt 5, 6 Taschen drin, die halt 6.000 Euro kosten, das zieht halt Leute an, ne? Das ist genauso wie mit, ich glaube, Standardskill wurde da vorhin gezeigt, mit den Rolex-Uhren. So, ja, ich kaufe mir jetzt 200.000 Euro eine Rolex. So, natürlich, das zieht halt Leute an, ne? Weil es ja auch nicht alltäglich ist, sowas zu machen. YouTube zu präsentieren oder auf Instagram oder ob ihr es einfach nur genießt, etwas Wunderschönes von eurer Lieblingsmarke zu besitzen. Was aber jetzt nicht heißt, dass ihr das unbedingt privat tragen müsst, eure Ohrringe von Chanel. Ihr könnt sie natürlich im Internet tragen. Nur ob man wirklich ein ganzes Video drüber machen muss, so wer braucht das? Besitzt ihr denn Designerstücke und wenn ja, aus welcher Motivation habt ihr das gekauft? Für euch, weil ihr es wirklich cool findet oder weil ihr dachtet so, damn, diesen Balenciaga-Schuh habe ich überall gesehen, muss ich jetzt auch haben. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und schreibt mir gerne, was ihr von dem Thema haltet, ob ihr auch irgendwie das Gefühl habt, dass sich das immer mehr etabliert hat und irgendwie normal geworden ist und ob ihr das gut findet oder doch eher ach, dieses Pixar komisch. Falls euch das Thema nicht interessiert, dann könnt ihr gerne bei den anderen Themen vorbei. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr gutes Video, safe. Ja, wie gesagt, also ich bin zum Glück auch, glaube ich, aus der Dings raus, mir Markenklamotten kaufen zu müssen, beziehungsweise habe ich auch genug einfach, ne, das muss man noch dazu sagen. Aber ja, gibt es Off-White eigentlich noch? Gute Frage, ne?